So, dann starten wir mit der Pressekonferenz von Eintracht Frankfurt nach diesem 2:2 beim VfB Stuttgart mit Cheftrainer Adi Hütter. Adi, ich darf dich um dein Fazit dieser 90 Minuten bitten. Ich glaube, dass wir heute ein absolut gutes Bundesligaspiel gesehen haben. Zwei Mannschaften, die hohes Tempo auch gegangen sind. Die erste Halbzeit hatte Stuttgart mehr vom Spiel, war auch im Umschaltspiel einfach konsequenter, besser, griffiger. Wir haben trotz allem auch in der ersten Halbzeit eine oder andere Möglichkeit vorgefunden. Wir waren nicht so gut im Spiel. Zweite Halbzeit, dann haben wir Glück gehabt, muss man ganz klar sagen. Hätte Stuttgart den Sack zumachen können, da braucht man auch das dementsprechende Glück. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit, finde ich, ist das Unentschieden dann absolut auch gerecht, weil wir sehr viel investiert haben und müssen mit dem Punkt leben. Nach 0-2, finde ich, ist trotzdem schlussendlich dann positiv. Lest die Fragen vor, die eingeschickt wurden. Ein paar Doppelungen gibt es, aber das kriegt man auch hin. Christoph Lothar von der dpa. Ist es angesichts des Spielverlaufs ein gewonnener Punkt für die Eintracht? Ja, wenn man 0-2 zur Pause zurückliegt und das Spiel dann mehr oder weniger fast umdreht, 2-2 hier spielt, dann würde ich schon eher sagen, dass es ein gewonnener Punkt ist. Wie gesagt, wenn wir es 3-0 bekommen, dann wird es ganz, ganz, ganz schwer. Dann ist wahrscheinlich auch der Sack zu. So haben sie uns am Leben gelassen. Und dann haben wir schon gezeigt, dass wir viel Qualität haben, viel investiert haben, viel besser im Spiel, vor allem viel aggressiver, viel mehr die 1-1-Situation über die Seite auch gesucht. Und über 90 Minuten gesehen, wie gutes Bundesligaspiel mit einem für mich gerechten Ausgang. Roland Palmert von der Bild. Was lief in der ersten Halbzeit schief? Wir waren vielleicht in letzter Konsequenz nach vorne nicht gut genug. Wir hatten schon auch unsere Möglichkeiten. Ich denke da an zweimal von Carasor, der rausspielen wollte, weil wir den Ball dann gut gewonnen haben. Aber wir haben es einfach nicht geschafft, dann aus diesen Fehlern Profit rauszuschlagen, dass wir Tore machen. Für mich hat Stuttgart das gut angelegt, haben uns spielen lassen und haben dann mit ihren schnellen Spielern, speziell über der Seite, mit Wama Geduka, aber auch Sosa, finde ich, hat das sehr, sehr gut gemacht. Gonzalez, der auch eine Geschwindigkeit hat, haben sie uns Probleme bereitet. Und ich glaube, das 2-0 war dann auch schlussendlich ganz, ganz knapp, ist abseits oder auch nicht. Im ersten Tor haben wir uns sehr, sehr naiv angestellt, aber wir haben ein paar Sachen korrigiert und nochmal, zweite Halbzeit haben wir dann auch personell mit diesen beiden Spielern sicherlich für einen Einschwung gesorgt. Natürlich auch Fragen zu den beiden Spielern, speziell Eamon Barcock. Ist er zurzeit Ihr bester Spieler für den rechten Flügel? Das kann man jetzt so nicht sagen. Ich finde, dass Eamon jetzt zweimal bewiesen hat, dass er auch auf dieser Position spielen kann. Grundsätzlich ist er ein zentraler Spieler, ein Achter, der unglaublich laufstark ist. Aber hat jetzt das zweimal auf der Seite sehr gut gemacht. Almami hat leider nicht die Leistung gebracht, die ich mir vorgestellt habe. Wir haben dann nach 0-2 offensiv auch gewechselt. Und Kompliment an Eamon Barcock, wie er die 1-1-Situationen gesucht hat, bei den Toren beteiligt war, gerackert hat bis zum Schluss. Macht momentan auch sehr viel Spaß, ihm zuzusehen. Auch eine gemischte Frage. Hat dieses Spiel gezeigt, dass man Eamon Barcock und auch Amin Younes vielleicht in Zukunft früher bringen müsste, könnte? Wenn ich es früher bringe, müsste ich es schon in der ersten Halbzeit bringen. Das ist selten, dass ich jemanden vor der Pause schon auswechsle. Armin Younes hat fast 2 Jahre nicht gespielt. Und deswegen ist es auch nicht so einfach, dass man dann gleich reinkommt und ein Bundesligaspiel von Anfang an spielt. Ich glaube, dass es genau richtig ist, dass wir momentan mit ihm machen, dass er immer sporadisch mehr und mehr Einsatzminuten bekommt. Und es tut ihm persönlich selber auch gut. Er wird schon auch seine Spiele bekommen, da mache ich mir keine Gedanken. Frage noch von Roland Palmert. Seppelrode, fällt er länger aus oder wie lange wird er ausfallen? Auch da denke ich, gestern kurzfristig die Nachricht, er hatte schon unter der Woche leichte Probleme, die sich im Spiel gegen Bremen angekündigt haben und das Risiko war uns einfach auch zu groß. Hat einfach am Sehnenansatz im oberen Hintern, also Oberschenkel hinten, die Problematik, die wir jetzt auch versuchen müssen, in der Länderspielpause wieder rauszubekommen. Und ich hoffe natürlich, dass Seppel nach der Länderspielpause wieder zu 100% fit ist. Benjamin Heinrich von Fußball News fragt, was den Ausschlag dafür gegeben hat, eben mit Ausnahme des verletzten Rode erneut der Elf von letzter Woche zu vertrauen zum Start. Frage, ich habe jetzt überhaupt nicht verstanden. Also warum dieselbe Startelf mit Ausnahme von Rode wie letzte Woche aufgelaufen ist. Also was den Ausschlag gegeben hat.
Ja, Stabilität, Kontinuität und deswegen, ja, wir haben einfach nicht mehr so viele Spiele. Ich glaube, viele haben immer diese Rotation im Kopf, aber ich muss ja nicht jedes Bundesligaspiel 5, 6 Spieler wechseln. Ich möchte auch einfach den Jungs das gewisse Vertrauen auch geben, dass sie über einen längeren Zeitraum auch einmal Schwankungen haben können und irgendwann werden auch die anderen drankommen. Wichtig ist, dass wir hohe Qualität im Training haben und einen Ausschlag gegeben hat, einfach nur so, dass ich daran geglaubt habe, dass die Mannschaft mit der dieses Spiel gewinnen kann. Christopher Michel, Sport 1. Man war zum 5. Mal im Rückstand und immer dann, wenn die Mannschaft wilder und mutiger agiert oder agieren muss, kommt sie zu Chancen und Toren. Warum gelingt es immer erst spät, die Handbremse zu lösen oder erst nach dem Rückstand? Nochmal, ich habe es vorher schon gesagt, dass wir auch erste Halbzeit unsere Tormöglichkeiten gehabt haben. Ich denke an Dominik Kohr, ich denke an Bastost, dann der Fehler, den wir nicht gut fertig gespielt haben. Hatten schon Situationen, wo man sagt, okay, wenn wir da ein Tor machen, dann platzt vielleicht auch der Knoten. Und deswegen, ja, zweite Halbzeit waren wir halt auch noch griffiger, giftiger. Und ja, das 2-1 hat uns sicherlich sehr, sehr gut getan, nochmal zusätzlich Selbstvertrauen gegeben. Was zu kritisieren gibt, ist einfach, warum wir es nicht schaffen über 90 Minuten, warum wir immer ziemlich lange brauchen, bis wir im Spiel sind, dass es auch immer wieder Nackenschläge braucht, um wieder aufzustehen. Mannschaft hat Charakter, hat Mentalität, hat sie auch heute wieder bewiesen. Das gibt es zu kritisieren, da brauchen wir nicht um den heißen Brei reden. Und jetzt müssen wir einfach schauen in der Länderspielpause, dass wir gut regulieren und wieder vorbereiten für die kommenden Spiele. Mami Touré kam gut in die Saison, fragt Julian Franzke vom Kicker, zuletzt gegen Werder blieb er blass, heute hat er unter anderem Elfmeter verursacht. Die Frage ist, ob er zurück in alte Muster fällt. Die starken Leistungsschwankungen waren schon vergangene Saison auffällig. Und welche Entwicklung erwarten Sie von ihm noch in dieser Saison? Ja, schon ein bisschen unerklärlich für mich auch, dass Almami 2 Spiele, speziell gegen, finde ich, auch sehr gute Mannschaften wie Hertha BSC oder die TSG Hoffenheim zu Hause gute Spiele absolviert hat und dass er dann einfach 2-mal hintereinander ausgewechselt werden muss, aufgrund auch keiner guten Leistung, muss man auch sagen, dass ein Elfmeter, der heute passiert ist, muss einfach früher schalten, nachdenken, anders in den Zweikampf gehen im 16er. Das ist einfach schade und ärgerlich und ja, ob jetzt in alte Muster wieder verfällt, das weiß ich nicht, aber nochmal, er ist ein guter Spieler, er hat auch schon gezeigt, dass er sehr gute Leistungen bringen kann. Ich wünsche mir natürlich, dass die Schwankungen nicht so auspendeln wie bei ihm, zwischen sehr gut und einfach nicht gut. Danke, Adi, das war's von uns. Danke.